Ja, es sind viele Bullshit-Rules in dem Buch gelandet. Ich habe mir ja die 50 schlimmsten rausgesucht, was bedeutet, dass es viele Regeln, angebliche Lebensregeln gibt, die uns helfen sollen, die aber genau das Gegenteil bewirken. Zumindest bei der Masse der Menschen das Gegenteil bewirken und ihnen nicht zum Erfolg verhelfen, sondern sozusagen zum Misserfolg verhelfen oder sie zumindest dabei behindern, erfolgreich zu werden. Und diese 50 schlimmsten Regeln, das sind sowas wie abwarten und Tee trinken. Ist Quatsch. Achte auf deine Sprache. Ist auch Quatsch. Bleibe immer bei der Wahrheit. Funktioniert tatsächlich auch nicht. Das Streben nach Macht ist gefährlich. Das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen Leute, die Macht haben. Oder wir müssen auch selber mächtig werden. Denke langfristig. Klingt sinnvoll, macht zu einem gewissen Teil auch total Sinn. Aber das Gegenteil ist eigentlich viel wichtiger. Denke positiv. Ja, auch so kann man durchs Leben gehen, muss aber nicht immer helfen. Die Kinder sollen es besser haben. Das ist auch so ein Ding, ne? Das ist auch kontraproduktiv. Du musst mit der Zeit gehen. Macht in mancher Deutungsweise Sinn, aber das ist nicht immer richtig für uns Menschen. Eigenlob stinkt, angeblich. Wie sagt man, Eigenlob stimmt? Wenn es denn stimmt. Eine Nacht drüber schlafen. Da gab es auch so viele Untersuchungen, die bewiesen haben, dass es überhaupt nicht hilft. Also entweder du triffst genau dieselbe Entscheidung, die du sowieso schon am Vortag hattest, oder du triffst eine andere Entscheidung, die sich dann später als falsch herausstellt. Wir sollten da auf unser Bauchgefühl hören. Geld macht nicht glücklich. Ultimo vielleicht ja, aber Armut macht auch nicht glücklich. Gesundheit ist das Wichtigste. Haben uns auch viele bewiesen, dass das nicht stimmt. Und gib niemals auf. Also auch da. Und dann gibt es hier eben noch so viele weitere Regeln. Insgesamt gibt es dann noch 26 weitere Regeln, die hier drin stehen, die absoluter Humbug sind, die Bullshit sind sozusagen. Die einfach schwach sind. Das ist übrigens die tatsächliche Übersetzung von Bullshit. Bullshit ist ja kein Schimpfwort, sondern Bullshit steht im Englischen für Schwachsinn. Also es heißt nicht Bullenscheiße oder Motherfucker oder irgend sowas, das wäre ja auch Englisch, sondern es ist einfach nur Schwachsinn. Es ist einfach Unsinn.